im FCK gestellt werden, denn auch die finanzielle Lage, die ist natürlich nicht rosig. Stefan Keber stellt deshalb die Frage, die sich aus der sportlichen Misere hinauf natürlich in die finanzielle Ebene hinein bewegt. Herr Göbel, Sie sind nicht zu beneiden. Aber Sie haben gewusst, auf was Sie sich einließen, als Sie die Macht beim FCK übernahmen. Unter René Jäggi und Atze Friedrich waren Sie der Finanzfachmann. Und es war unstrittig, dass der FCK direkt nach dem Abstieg aus der Bundesliga wieder aufsteigen sollte. Trainer Wolfgang Wolf forderte zur Winterpause mehr, als Sie geben wollten. Da werde ich auch Druck ausüben, so gut wie ich das kann, um den letzten Cent aus den Herren hier vorne rauszuholen, damit wir uns verstärken. Da bewilligten sie Geld für neue Spieler. Der Aufstieg wurde doch verpasst. Die Rückrundenbilanz miserabel. Konsequenz? Sie haben den Trainer entlassen. Der Neue muss in dieser Saison mit viel weniger auskommen. Frage, Herr Göbel, haben Sie überhaupt noch Geld für neue Spieler? Doch vielleicht ist es im Winter ja längst zu spät. Wenn sich aber früher was ändern muss, dann kann das ja nur Trainer und Sportdirektor betreffen. Aber als sie die beiden Zweitliga-Neulinge Schönberg und Rekdal anstellten, gaben sie ihnen langfristige Verträge. Der Versuch, die beiden in Ruhe arbeiten zu lassen, ist sicher ehrenwert, aber so wie es läuft, vielleicht auch naiv. Denn wenn die beiden nicht freiwillig gehen, Herr Göbel, haben Sie das Geld, sie abzufinden? Haben Sie das Geld für einen neuen? Wenn sich nichts ändert, dann bleiben Durchhalteparolen und, wie es aussieht, der Gang in die dritte Liga. Aber in der dritten Liga könnten Sie die Stadionmiete nicht bezahlen, pro Jahr mindestens 3,2 Millionen. Deshalb lautet die logische letzte Frage, Herr Göbel, droht dem FCK die Pleite?